Und wir bleiben in den Alpen, die in Österreich von einem politischen Erdbeben erschüttert wurden. In Kärnten. Unter dem 2008 verstorbenen Rechtspopulisten Jörg Haider zum Kernland der Freiheitlichen Partei geworden, hat es einen radikalen Machtwechsel gegeben. Dort regieren künftig die Sozialdemokraten. Doch zu viel Schwung für die Parlamentswahl auf Bundesebene im Herbst darf sich die SPÖ davon nicht versprechen. Denn im bevölkerungsreichsten Bundesland, Niederösterreich, wurde auch gewählt. Da steht weiter die konservative absolute Mehrheit. Bei den Sozialdemokraten in Kärnten wurde heute aber erstmal gefeiert. Hilde Stadler berichtet. Er hat es geschafft. Der Sozialdemokrat Peter Kaiser wird Kärntens neuer Landeshauptmann. Nach 14 Jahren rechtspopulistischer Regierungen jetzt der Machtwechsel. Die von Skandalen gebeutelte rechtspopulistische FPK erlitt eine erdrutschartige Niederlage. Dabei war man im Wahlkampf in bewährter Manier überall präsent mit Versprechungen und Geschenken. Also Sonnenbrillen für den richtigen Durchblick. Ja. Aber das mit dem richtigen Durchblick sahen nicht nur diese Jungs, sondern auch die große Mehrheit der Kärntner heute ganz anders. Sie straften die politischen Erben des Rechtspopulisten Jörg Haider ab, wegen zahlreicher Korruptions- und Finanzskandale wie dem Verkauf der Bank Hypo Alpe Adria an die Bayern LB. Fast alle Skandale reichen zurück zu Haider, der von einigen nach seinem Unfalltod vor 5 Jahren wie ein Messias verehrt wurde. Ich glaube, dass aber die große verblendende Liebe, ja, zum umschwärmten Mann, der auch den Kärntnern das Selbstwertgefühl angehoben hat bis ins Unrealistische, dass diese große verblendete Verliebtheit doch in den Jahren langsam abgebröckelt ist, vor allem durch die Gerichtsurteile. Die Messias-Marktlücke will er ausfüllen. Und das nicht nur in Kärnten. Frank Stronach, 80-jähriger Selfmade-Millionär, Gründer des Autozulieferers Magna, hat mit seinem Team Stronach auf Anhieb den Einzug in die Parlamente von Kärnten und Niederösterreich geschafft, mit rund 10% der Stimmen. Die Zahl der enttäuschten Wähler in Österreich ist eine zweistellige Prozentzahl. Und wenn jemand wie Frank Stronach dann auch das Geld hat, einen Wahlkampf zu führen, um diese Wählergruppen abzuholen, dann schafft man den Sprung in den Landtag. Das wäre bei einer Nationalratswahl zumindest derzeit nicht anders. Stronach trat heute überraschenderweise nicht vor die Kameras. Vielleicht sitzt er schon im Flugzeug nach Kanada. Dort muss der Austro-Kanadier 183 Tage im Jahr sein, aus steuerlichen Gründen. Im syrischen